Ja, herzlich willkommen bei Einfach Angeln. Wir sind heute mal wieder angeln und wie man unschwer erkennen kann, ist es hier wirklich schlagartig Winter geworden. In den Hängen hier liegt auch überall schon Schnee. Die Stillgewässer frieren alle zu. Dieses Jahr sehr, sehr früh. Wir haben ja erst Dezember, aber trotzdem ist es richtig kalt geworden. Der Fluss hat noch Hochwasser, aber es gab ja auch schon mal ein paar Fragen so wegen Hochwasser, wie angeln, wo angeln. Ich kann euch nur den Tipp geben, sucht bei Hochwasser Stellen, an denen die Strömung sich bricht oder an denen die Strömung weniger ist. Wenn man Google Maps zur Verfügung hat, hat ja jeder zur Verfügung immer Stellen, an denen sich der Fluss aufweitet. So ist es auch hier. Da oben ist er sehr schlank, hat viel Strömung und dann wird er hier sehr, sehr breit. Da habt ihr in den Randbereichen immer gute Zonen. Dann natürlich diese Klassiker, Hafenbecken, Hafeneinfahrten und so weiter und so weiter. Schiffswendeplätze sind auch top bei Hochwasser. Sind immer Plätze, an denen man dann auch noch mal ganz gut Fisch abgreifen kann. Ich denke, heute wird schwierig. Wie gesagt, Wassertemperatur ist 3, 4 Grad gefallen in nur einer Woche. Aber ja, die Wasserfarbe ist toll für Zander eigentlich. Dieses Trübe mag ich sehr gerne für tagsüber Zander zu fischen. Mal gucken. Ich denke, wir werden recht viel ausprobieren und gucken mal, ob es läuft. Direkt ein guter Fisch. Könnte sogar fast der gleiche gewesen sein. Exakt gleiche Stelle. Wow. Okay, ich habe ja gesagt, es sind schwere Bedingungen. Dass der Plan so aufgeht, hätte ich nie gedacht. Ich will nichts fälschen. Ich angel wirklich seit 2 Minuten. Ich habe einen tollen Zander gefangen, hat den Gummi voll genommen. Ich versorge den Fisch zuerst. Ich finde, dieses Haken lösen und alles kann man auch gut machen, wenn der Fisch versorgt ist, weil der ja nicht noch unnötig jetzt leiden muss, quasi. Kleiner Tipp noch für große Fische. Bei großen Fischen ist das Ausbluten oft nicht so vollständig. So wie dieser hier, der ist ja schon ganz ordentlich, so ein 60er Zander, denke ich. Den halte ich ganz gerne ein bisschen kopfüber und auch ein bisschen ins Wasser. Und bewegt den so ein bisschen, dass der wirklich vollständig dann auch ausbluten kann. Sonst hat man immer, wenn man es nachher filetiert, ganz gern diese so ein bisschen blutigen roten Stellen im Filet. Das kann man dann zwar nachträglich nochmal abwaschen, aber ich mag es eigentlich, wenn das Filet wirklich schon beim Runterschneiden komplett schön weiß und voll ausgeblutet ist. Und da kann es schon manchmal auch helfen, den Fisch noch ein bisschen im Wasser quasi auspumpen, ausbluten zu lassen und ihn auch ein bisschen kopfüber zu halten. Ja, ich will ihn euch einmal in voller Pracht zeigen. Puh, ja, eigentlich kann es natürlich nicht besser laufen. Wir haben 5 Minuten geangelt. Ich war eigentlich noch voll am Ausprobieren. Ich habe gesagt, heute wird ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Es sind schwierige Bedingungen, sehr kalt auch geworden. Ich habe jetzt hier auf dem zum Testen eigentlich noch ein Action-Shad drauf gehabt. Bin gar nicht so groß. Also ich zeige ihn euch. 7 cm. Bisschen helle Farbe für dieses leicht angetrübte Wasser. Wie gesagt, wenn es jetzt so wie immer eigentlich Stunden gedauert hätte, hätte ich sicherlich noch mal ein bisschen rumprobiert. Das hier war so meine erste Wahl. Ganz gute Imitation von einem Beutefisch, eine normale Beutefischgröße, wie sie jetzt da ist. Ja, was soll ich sagen? Den Zander hat es überzeugt, offensichtlich. Also die standen hier. Ich will mich eigentlich nicht beschweren, aber das bringt mich natürlich gerade eine kleine Misere.
habt ihr ja gesehen, nach 2 Minuten quasi Zander gefangen. Ein paar Sachen wollte ich euch aber noch zeigen, wie ich jetzt an die Sache rangegangen wäre. Ich werde jetzt in der Ködergröße deutlich runtergehen. Ich werde jetzt so 5 cm Gummis oder so fischen, einfach nur um es zu zeigen. Vielleicht kriegen wir auch noch einen schönen Barsch, wäre ganz cool. Aber ich werde jetzt halt nicht weiter gezielt auf Zander angeln. Hier ist nur ein Fisch pro Tag an Entnahme erlaubt, was ich auch wirklich richtig sinnvoll finde, richtig gut finde. Das hier ist ein perfekter Weihnachtszander. Ich finde, mehr braucht man auch nicht für einen Tag. Aber wie gesagt, damit wir noch ein bisschen weiter angeln können, ich euch kurz noch Taktik zeigen kann, werde ich jetzt einfach auf die Routen nochmal kleine Gummis machen, um noch kurz wenigstens weiter zu angeln ein bisschen. Ja, ein bisschen will ich euch jetzt mal meine Taktik mitgeben. Wie gesagt, ich fische jetzt quasi abgespeckt. Kann sein, dass jetzt natürlich auch kein Zander mehr kommt, dementsprechend, was auch okay ist. Aber trotzdem, die Vorgehensweise ist eigentlich immer die gleiche. Ich habe mir eigentlich ziemlich viele Spots für heute rausgesucht. Also ich hatte hier nur kurz geangelt und dann den nächsten gesucht. Das nächste wäre so ein Schiffswendeplatz gewesen. Also ein bisschen strömungsberuhigte Zonen. Und dann fische ich diese relativ ruhigen Zonen ziemlich sauber aus. Ich habe immer 2 Routen dabei, damit ich 2 ganz verschiedene Farben und Köder fischen kann. Ich glaube zwar nicht so sehr dran, aber an manchen Tagen läuft so ein Action-Chat mit viel Aktion schon besser als so ein Low-Action zum Beispiel oder umgekehrt. Und deswegen habe ich immer auf beiden Routen meistens eine andere Farbe und eine andere Aktion drauf. Und weil ich zuvor bin, immer den Köder zu wechseln, wechsle ich halt einfach nur die Route hin und her. Aber im Prinzip würde ich sowas jetzt hier fächerförmig ausfischen, auch mal gucken, ob es irgendeine schöne Vertiefung oder irgendwas Interessantes gibt. Und halt eben hoffen, dass dann der Biss kommt. Diese Stellen sind deshalb jetzt so interessant, weil die Weißfische aus der Strömung rauskommen, wenn es kalt wird. Das ist denen zu viel. Es ist zu viel Arbeit, die ganze Zeit gegen die Strömung anzuschwimmen. Hier sammelt sich viel Futterfisch in diesen ruhigen Bereichen und dementsprechend kommt natürlich auch Raubfisch in diese Bereiche rein, gerade halt, wenn es trüb ist. Genau, das werde ich jetzt auch hier an dem Spot wieder machen. Ich versuche den jetzt ziemlich genau auszufischen mit 2 verschiedenen Ködern und 2 verschiedenen Farben. Wenn dann keine Bisse kommen, wie immer, wechsle ich auch relativ schnell. Wenn ihr eine Hafeneinfahrt habt, also es gibt 2 verschiedene Taktiken. Das hier, was ich mache, ist wirklich Fisch suchen. Am Rhein oder so, wo ich ja auch endlos lange geangelt habe, wo die Strömung im Hauptstrom viel zu hart ist, da lohnt es sich auch dann, gute Spots wirklich für Stunden zu beackern. Könnte man hier sicherlich auch machen, in der Hoffnung, dass halt Fisch reinzieht. Das sind 2 verschiedene Taktiken, beides funktioniert natürlich. Ja, bei der starken Strömung oder bei Hochwasser gibt es 2 verschiedene Taktiken, die auf jeden Fall beide funktionieren. Der Fluss hier hat relativ wenig Strömung insgesamt, jetzt natürlich gut Druck, aber normalerweise wenig. Das heißt, es gibt jetzt immer noch viele Stellen, an denen man angeln kann. Also deswegen
springe ich hier auch relativ schnell, suche die ganzen größeren Spots ab, würde jetzt nochmal weiterfahren, wenn wir halt nicht schon einen guten Fisch gefangen hätten und so weiter und bewege mich hier. Wenn ihr aber an einem anderen Fluss angelt, ich habe ja jahrelang nur am Rhein geangelt oder ganz viel am Rhein geangelt, da ist es wirklich so, dass die Strömung so hart ist, dass man nur ganz wenige Spots hat, an denen man überhaupt angeln kann. Und dann ist es genauso eine gute Taktik, das könnte man sicherlich auch hier machen, lange an einem Platz auszuharren. Entweder man sucht halt aktive Fische oder man wartet, bis Fische zu einem kommen. Und diese Spots hier oder so ruhige Spots bei Hochwasser, die werden irgendwann Fisch bringen. Also ihr könnt warten, bis der Fisch zu euch kommt und die Stelle ein paar Stunden beackern oder halt eben euch bewegen, so wie es euch im Endeffekt lieber ist. Beides wird auf jeden Fall funktionieren und beides hat seine Berechtigung. Wir haben gerade kurze Zwangskaffeepause. Ist eigentlich ganz gut, wenn man zwischendurch mal gezwungen wird, was zu trinken, weil ich sonst immer weiter angeln würde. Hier ist gerade die Schleuse aufgemacht worden. Das Gewässer ist vollständig staureguliert. Wir haben sehr viele Niederschläge gehabt, deswegen auch das Hochwasser. Und da wird natürlich dann immer in bestimmten Abständen die Schleuse geöffnet. Dann kommt trägt viel Wasser runter. Und in diesen Hauptströmungsphasen ist es hier richtig schwer zu angeln. Dann müsste ich jetzt wieder alle Bleigewichte höher gehen und so weiter. Man kriegt auch viele Hänger. Deswegen lasse ich diese Welle jetzt quasi durchrauschen. Kann auch sein, dass gleich ein großes Schiff kommt, weil das geschleust worden ist. Und meistens ist aber, wenn dann diese Strömung wieder weggeht, auch eine sehr, sehr gute Phase. Kommt natürlich jetzt auch viel Bewegung rein. Die ganzen Köderfische oder ja, Futterfische bewegen sich auch viel durch die harte Strömung. Und oft kommt danach auch eine Phase, wo man richtig gut Fische fängt. Ja, hier so Spundwände sind eigentlich immer gute Spots. Bei Barsch und auch Zander gerne sehr hart an dieser Wand stehen. Also angelt die wirklich möglichst nah. Auch gerade wenn tagsüber mal Licht da ist, wenn da im Schatten liegt, diese Kante oder so, steht da gerne Barsch oder auch Zander. Heute bei der Strömung bin ich mir nicht so sicher, ob es so gut ist, aber ich will es wenigstens einmal durchfischen. Da kann man dann wirklich ganz konzentriert langsam vertikal entlang gehen. Und wenn am Fuß dieser Wand Fische stehen, kriegt man dann auch wirklich ganz spektakuläre Bisse wie beim Vertikalangeln vom Boot. Und kann auch im Sommer mit Wobbler oder jetzt auch manchmal eine gute Taktik sein, halt noch einen Fisch zu finden. Thank you.
So, das war's schon wieder für heute. Normalerweise hätten wir jetzt noch andere Spots angefahren, habe ich ja schon gesagt. Das Fischen jetzt auf Barsch gezielt mit kleinen Ködern hat irgendwie gar nichts gebracht. Ich denke, es ist nicht das perfekte Barschwasser mit dieser Trübung. Das wird jetzt, glaube ich, wieder besser werden, wenn es auch wieder ein bisschen einklart. Ansonsten, ich will mich nicht beschweren, der Plan hat zu gut funktioniert. Wir haben super schnell einen richtig, richtig guten Zander gefangen. Ein bisschen ging es mir auch darum, euch zu zeigen, dass man bei Hochwasser und auch bei dieser Kälte jetzt, wenn man diese Spots sucht, die ein bisschen ruhiges Wasser bringen, auch fangen kann. Hat auch super funktioniert. Wie gesagt, ich will mich gar nicht beklagen. Ansonsten, ja, für mich war es natürlich super. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.